Herzlich willkommen zur ersten IONICA Experience hier in Zell am Seckerbrunn. Wir werden euch in nächster Zeit einige Elektrofahrzeuge präsentieren und anfangen wir jetzt mit dem da. Und das ist der brandneue Hyundai IONIQ, rein elektrisch mit 88 kW und jetzt schauen wir, wie er geht. Testen tun wir das natürlich nicht selber, sondern wir suchen uns jetzt jemanden, der mit uns ein bisschen eine Gaudi hat. Da haben wir einen. Servus, ich bin der Alex. Wer bist du? Ich bin der Chatou. Hallo Chatou. Wir hätten heute was Besonderes vor mit dir, und zwar wir hätten einen Autotest. Aha, Autotest. Wie funktioniert das? Um was geht's? Wir haben ein paar lustige Tests vorbereitet und ich glaube, da bist du genau der Richtige, wenn du Zeit hast, dass wir, heute am Abend, dass wir uns heute am Nachmittag einen Spaß draus machen. Für einen Spaß bin ich immer zum Haben. Na gut, dann starten wir. Wir befinden uns jetzt vor der Eishalle, übrigens auch eine Location der IONICA 2018. Und das wäre jetzt ein Auto, ein Hyundai IONIQ. Die Aufgabe ist jetzt, du musst das Auto jetzt in Betrieb nehmen und ins Navigationssystem eingeben, Flugplatz Zell am See, und uns dorthin chauffieren. Bitte sehr, viel Spaß! Warum man das macht, weiß ich nicht. Die Luft ist offensichtlich drin. Okay. So, jetzt starten wir mal das Ding. Okay. Aha. Schlüssel. Offensichtlich braucht man nicht einstecken. Ich bin ein bisschen zu kurz für das Auto. Oder zumindest für die Einstellung. Dann geht das jetzt so. Sehr schön, das Auto innen. Gefällt mir gut. Aber jetzt weiß ich noch immer nicht, wie ich den Sitz nach vorne kriege. Starten wir mal. Aha, jetzt geht er nach vorne. Flugplatzstraße in Zell am See. Route. Dann geht's los. Ziel eingegeben. Ziel wurde eingegeben. Ich hoffe, dass er jetzt uns da hinlotzt. Jawohl, dann sind wir weg. So, jetzt haben wir, glaube ich, die Handbremsen lösen. Jetzt, oder? Drive. Und dann geht's los. Es geht aber ab. Der hat Power. Der hat Power. Das ja, macht Spaß, gell? Ja, bist du Arsch, ja. Die Zielführung findet in dieser Lautstärke statt. Okay. Was heißt das etwa? EV? Sehr viele Features. Folge nie einer Veranstaltung. Sie haben das Ziel erreicht. Okay. Aha, schau. Rückwärtskamera. Da schaust du an, wie das kommt. Diese Aufgabe mit Bravour gelöst. Jetzt sind wir da am Flugplatz angekommen. Unter anderem auch eine Location der IONICA 2018. Und jetzt machen wir uns bereit für die nächste Aufgabe und da fahren wir wieder zurück ins Zentrum von Zell am See. Wir sind jetzt wieder zurück im Zentrum von Zell am See, im Fähre Porsche Kongresszentrum, wo 2018 der hochkarätige IONICA-Kongress stattfinden wird. Und da haben wir auch gleich die nächste Aufgabe für dich vorbereitet, der Handling-Test. Und zwar, du musst schreiben im Auto und jetzt kannst du gleich loslegen. Ja, und was muss ich schreiben? Was darf ich schreiben? Naja, IONICA natürlich. So, Chatou, nachdem wir das Auto jetzt in Betrieb genommen haben und schon damit gefahren bist, ein kurzes Zwischenresümee von dir.
Sehr cooles Auto. Und jetzt müssen wir noch den Coolheitsfaktor überprüfen, und zwar mittels dem Gerät da. Und jetzt sitzt ihr einfach kurz drauf und wir schauen, was passiert. So, und jetzt probieren wir das Ganze mit dem Auto. Sascha, du, jetzt hast du alle Aufgaben bravourös gemeistert. Ein kurzes Resümee von dir. Ja, war ein super schöner Tag. Ein tolles Auto. Ich bin noch nie mit einem Elektroauto gefahren. Ja, war sehr lässig. Ja, jetzt geht es natürlich auch um die Kaufentscheidung am Schluss. Wir haben da vorbereitet ein Kaisersemmerl mit 1,20 Euro oder ein Bio-Semmerl mit allem drumherum um 2 Euro. Und für was würdest du dich entscheiden? Naja, da die Entscheidung ist sehr leicht. Natürlich fürs Bier-Semmerl. So, das war die erste Ionica Experience. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die nächste kommt bestimmt. Pfiat euch!